Das Hochwasser im vergangenen Jahr in Bayern überstieg alle Dimensionen. Tausende von Menschen mussten ihre überschwemmten Häuser im Juni 2013 verlassen. Der Schaden ging in die Milliarden. Was getan werden muss, um eine erneute Katastrophe zu vermeiden, hat die Freie Wähler Landtagsfraktion bei ihrem parlamentarischen Kongress im Bayerischen Landtag diskutiert. Vor rund 150 Gästen forderte der parlamentarische Geschäftsführer Florian Streibel einen Geoplan Bayern zur Bekämpfung von Hochwassern. Denn Katastrophen und hier besonders der Hochwasserschutz ist in seiner gesamten Planung und Durchführung von einer gesamtgesellschaftlichen Bedeutung. Und deswegen müssen eigentlich alle zuständigen Stellen, aber auch die Beteiligten, die Bürger vor Ort, hier mit eingebunden werden. Denn nur so kann es ein Bewusstsein gefördert werden, dass beim Hochwasserschutz es um eine Herausforderung handelt, die den Gemeinsinn in uns ansprechen muss und die Solidarität von uns allen verlangt. Aller, die entlang der Flussläufe und der Gewässer leben. Der Hochwasserschutz darf nicht erst dort einsetzen, wo der Schaden eintritt und entsteht. Und der Hochwasserschutz ist daher unabdingbar eine Aufgabe, die von der Quelle bis zur Mündung bzw. in Bayern bis zur Landesgrenze reicht. Eine Ursache für die immer häufiger wiederkehrenden Hochwasser sei der gewaltige Verlust an natürlichen Überschwemmungsflächen, erklärte Dr. Christine Markgraf vom Bund Naturschutz. Daher müssten in Zukunft die Deiche rückverlegt und die Auen entlang der Flüsse renaturiert werden. Daran führe kein Weg vorbei. An den großen bayerischen Flüssen Donau, Inn und Isar seien bis zu 90% der natürlichen Überschwemmungsflächen in den vergangenen Jahren verloren gegangen. Und wir brauchen eben wieder mehr Fläche. Da beißt die Maus keinen Faden ab, das kann man drehen, wie man will, wenn wir mit dem Wasser in der Höhe runter wollen. Wenn ich in der Höhe runter will, muss ich in die Breite. Umgekehrt, wenn ich in die Breite gehe, kriege ich die Höhe runter. Jetzt kann man da natürlich nicht überall wieder raus, das ist völlig klar, da ist sehr viel Infrastruktur gebaut worden. Nichtsdestotrotz haben wir aber etliche Bereiche an diesen großen Flüssen, wo wir durchaus mit den Deichen wieder zurück können. Aber wir haben selbst im Freistaat Bayern Konzepte, ich will nicht sagen fertige Planungen, aber fast fertige Planungen für solche Deichrückverlegungen, die einfach nicht umgesetzt werden. Allerdings habe bei dem zuständigen Wasserwirtschaftsamt das Personal gefehlt, um die Pläne umzusetzen. Den Hochwasserschutz aus Sicht der Landwirte stellte Alfred Enderle vom Bayerischen Bauernverband dar. Die Landwirte hätten, schon in ihrem eigenen Interesse, viel Verständnis für einen effektiven Hochwasserschutz. Enderle forderte allerdings eine faire Lastenverteilung. Das muss ja jetzt in diesem Hohen Haus loswerden. Es war nicht schön, dass unsere Landwirte draußen kämpfen, gemeinsam mit der Bevölkerung und hier im Haus oder in der Staatskanzlei gleichzeitig über Enteignung von landwirtschaftlichen Flächen diskutiert wurde. Das war nicht schön. Unsere Landwirte fordern also, wie es der Herr Streibel schon angesprochen hat, eine gerechte Lastenverteilung. Auch Frau Markgraf hat es angesprochen. Wir wollen diese Solidarität und wir bringen sie aber auch ein, wenn die Rahmenbedingungen passen. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Ulrike Müller erläuterte, dass das komplexe Thema Hochwasserschutz zeitnah und in größtmöglichem Einvernehmen mit allen Beteiligten gelöst werden müsse. Schließlich schreite der Klimawandel weiter voran. Flutkatastrophen treten in immer kürzeren Abständen auf. Es wird zukünftig mehr Hochwasser geben, da kommen wir alle nicht drum rum. Und wir haben auch gesehen, dass der Hochwasserschutz ein ganz komplexes Thema ist, das man nicht nur in Gut und Böse teilen kann. Was ich von unserer Seite noch sagen will, wir Freie Wähler stehen ganz klar zum Eigentum und wir sagen freiwillige Maßnahmen vor Ordnungsrecht. Das ist mir sehr wichtig, in Kooperation mit den Betroffenen und Beteiligten Konzepte ausarbeiten und dann auch die Verantwortung für das Ganze übernehmen, dieses gesamte Hochwasserschutzkonzept komplett anschauen, das haben wir auch immer vermisst. Und wir brauchen uns aber auch keine Illusion machen, dass wir da 100% der Beteiligten mitnehmen können. Das so realistisch sind wir schon, dass es immer wieder zu Spannungen kommt, aber man muss es trotzdem versuchen. Aus der Diskussion mit betroffenen Bürgern konnten die Abgeordneten viele hilfreiche Anregungen mitnehmen. In Form parlamentarischer Initiativen werden die Freien Wähler diese dann in den Bayerischen Landtag einbringen.